Über anonyme Evangelien, Etikettenschwindel und die Wahrscheinlichkeit des Ganzen. In der vorletzten Folge habe ich versucht, einen kurzen Überblick über die Theorien zum historischen Jesus zu bieten, die in der Vergangenheit konstruiert worden sind. Gemein ist allen die Skepsis gegenüber den Evangelien und viele behaupten, die Texte seien zu spät entstanden, als dass sie geschichtlich zuverlässig wären. Über weite Strecken ist diese Skepsis eine rein ideologische Entscheidung, ohne echte Grundlage. Das heißt, man hat die späte Entstehung der Evangelien einfach behauptet, damit man genug Zeit zwischen Jesus und den Evangelien hatte, um die eigene Theorie irgendwie hineinzubasteln. Die letzte Folge konnte hier schon etwas Klarheit bringen, denn die Forschung hat durch den Fund zahlreicher Papyre in den letzten 150 Jahren das Zeitfenster enger begrenzt und manche These damit vor große Probleme gestellt. Konnte man zum Beispiel im 19. Jahrhundert noch vollmundig behaupten, das Johannesevangelium sei frühestens Ende des 2. Jahrhunderts entstanden, besitzen wir heute Papyri wie P52, ein Fragment des Johannesevangeliums, das üblicherweise auf die Jahre 125 bis 175 datiert wird. Dennoch gibt es alte Theorien, die sich gehalten haben. Eine davon stützt sich auf die Formkritik. Die Formkritik ist ein Werkzeug der sogenannten historisch-kritischen Methode. In der Formkritik untersucht man, absolut sinnvollerweise, zu welcher Art, zu welcher Gattung ein bestimmter Text gehört. Handelt es sich um einen historischen Text? Ist es ein poetischer Text? Reden wir von Hymnen oder einem Brief und so weiter? Im 19. Jahrhundert wurde nun die Idee populär, bei den Evangelien handle es sich um Volksmärchen. Das heißt, das Volk habe sich mit leichten Varianten, wie bei Märchen üblich, Geschichten über Jesus erzählt, diese angehört und weitererzählt und weitererzählt und weitererzählt, bevor sozusagen ein paar Gebrüder Grimm und ein Hans Christian Andersen der Antike das Ganze gesammelt und in eine geschriebene Form gebracht haben. Und damit diese geschriebene, fertige Form auch Autorität besitzt, hat irgendwann irgendjemand irgendeinen Namen eines Apostels hinaufgeklebt. Evangelium nach Matthäus, Evangelium nach Johannes und so weiter. Billiger Etikettenschwindel also. Laut dieser Theorie basieren die Evangelien demnach nicht auf Augenzeugenberichten, wie ihre Titel gefälschterweise behaupten, sondern sind Frucht vieler Geschichtenerzähler. 100 Jahre oder so seien die Geschichten anonym durch die Welt getragen worden. Dann erst seien die Evangelien entstanden, wie wir sie heute besitzen, meint etwa Bart Ehrmann. Dass solche späten und ursprünglich anonymen Quellen historisch als nicht allzu zuverlässig gelten können, versteht sich von selbst. Diese Schule der Formkritik ist bis heute in manchen Kreisen populär, auch wenn die extreme Spätdatierung durch Papyrifunde, wie gesagt, weitgehend widerlegt ist. Aber gibt es denn Belege wenigstens für die Grundidee der Volksmärchentheorie? Waren die Evangelien denn jemals anonym? Waren sie die Frucht einer langen Erzähltradition? Sind sie auf diese Weise entstanden? Es ist ein Prinzip der Textkritik, das ist ein anderes wichtiges Werkzeug historisch-kritischer Forschung, dass man in solchen Fragen die ältesten und besten Manuskripte konsultiert. Ergebnis? Die ältesten und besten Kopien der Evangelien schreiben sie allesamt den uns bekannten Autoren, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, zu. Aber nicht nur die ältesten. Alle Evangelienkopien, die wir besitzen, weisen die Evangelisten aus, und zwar so, wie es uns vertraut ist. Wir haben sogar das Glück, dass die nach allgemeinem Konsens derzeit vielleicht ältesten Papyrusfragmente, die wir von dreien der Evangelien besitzen, ausgerechnet jene Teile aufweisen, die auch die Evangelisten nennen. Für Matthäus ist das Papyrus 4, also kurz P4, für Lukas P75 und für Johannes P66, will man P52 aus irgendeinem Grund später datieren. Für Markus galt lange P45 als ältestes Fragment, 2018 konnte man aber mit Papyrus 137 ein Fragment veröffentlichen, das mit seinen wenigen Versen auf die Jahre 150 bis 250 datiert wird, aber weil dieser Ausschnitt so klein ist, findet sich dort kein Name. Noch spektakulärer wäre es natürlich, wenn das Fragment 7Q5 aus den Qumran-Funden tatsächlich ein Fragment von Markus wäre, denn das stammt mit Sicherheit aus der Mitte des 1. Jahrhunderts und wäre damit die älteste erhaltene Niederschrift eines Evangeliums, also ein Stück davon, überhaupt. Aber der Großteil der Forscher folgt dieser Rekonstruktion aus wenigen Wortteilen nicht und davon abgesehen ist der Name Markus nicht Teil des Fragments. Was ist mit P1? Dieses Fragment zeigt den Anfang des Matthäus-Evangeliums, aber es fehlt am oberen Rand zu Beginn der Name Matthäus. Für die Attribution der Evangelisten gab es unterschiedliche Formen, auf einem Deckblatt, am Anfang, am Ende, in der Kopfzeile. P1 ist ein Fragment und daher nicht automatisch anonym, nur weil der Name an einer der möglichen Stellen für die Erwähnung fehlt.
Aber unsere Argumentation ist mit den Textfunden alleine ohnehin noch nicht zu Ende. Wir können zum Beispiel fragen, ob die Theorie der anonymen Verbreitung überhaupt plausibel ist. Nimmt sie ernst, wie Texte in der Antike kopiert und zirkuliert wurden? Was ist das Problem? Wenn die Geschichten und in weiterer Folge die abgefassten Texte anonym im gesamten römischen Weltreich verbreitet wurden, zwischen Iberien und Ägypten, zwischen Gallien und Nordafrika und Kleinasien, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass es später bei der Attribution zu keiner Unstimmigkeit hinsichtlich der Autorenschaft kam. Wäre nicht ein und dieselbe Geschichte hier dem Petrus, dort dem Andreas und einmal dem Matthäus zugeschrieben worden? Es gab in den ersten Jahrhunderten keinen praktisch durchführbaren oder durchgeführten Zentralismus mit Gleichschaltung. Eine solche Unstimmigkeit in der Attribution hätte sich schon allein durch die riesige Verbreitung und geografische Trennung ergeben müssen. Und doch fehlt sie bei den Evangelien völlig. Zu keinem fassbaren Zeitpunkt wird die Autorenschaft in einem Teil der Welt abweichend angegeben. Die gleichen Evangelien werden immer den gleichen Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, zugeschrieben. Das spricht sehr deutlich gegen die Theorie, dass es 100 Jahre gedauert hat, bis die Texte aus ihrer Anonymität herausgehoben wurden. Wodurch wird dieses Argument noch verstärkt? Wir besitzen ein biblisches Buch im Neuen Testament, das keine überlieferte Zuschreibung besitzt und anonym verfasst wurde. Den Hebräerbrief. Und hier passierte genau das, was man bei einem tatsächlich anonymen Buch vermuten würde. In der frühen Kirche gab es unterschiedliche Traditionen, wie er dieses Buch verfasst haben könnte. Paulus, Lukas, Barnabas, Timotheus und Clemens von Rom, sie alle werden genannt. Oder man hält es wie Origenes, der um 200 schrieb, nur Gott kennt den Verfasser. Eine solche Uneinigkeit hinsichtlich der Autorenschaft der Evangelien gibt es aber nicht, zu keinem geschichtlich fassbaren Zeitpunkt. Und es gibt noch weitere Probleme mit der Theorie der Anonymität. Wenn die Attribution eines Apostels den Evangelien Autorität verleihen sollte, warum in aller Welt hat man dann ein Evangelium dem Markus und ein anderes dem Lukas zugeschrieben? Markus und Lukas waren keine Apostel, sie waren keine Augenzeugen, ja, sie hatten Jesus noch nicht einmal persönlich gekannt. Wir werden uns später noch die Frage stellen, warum gerade sie dazu kamen, ein Evangelium abzufassen. Aber hier wollen wir nur die Frage in den Raum stellen, warum, wenn es doch angeblich um das Vortäuschen von Autorität ging, hat man nicht Petrus, Andreas, Maria, die Mutter Jesu oder Maria Magdalena oder sogar den auferstandenen Jesus selbst als Autor angegeben? Wäre das abwegig gewesen? Nein, absolut nicht, denn es ist genau das, was im 2. bis 4. Jahrhundert bei den Apokryphen geschah. Apokryphen sind spätere Texte mit Jesusbezug, die in verschiedenen außerkirchlichen Strömungen und synkretistischen Kulten verfasst worden sind. Mehr dazu in Folge 7. Bei den Apokryphen finden wir solche Texte, die behaupten, aus der Hand des Apostels Petrus, Thomas, Judas oder von Maria Magdalena oder Jesus selbst zu stammen. Wäre es also bei den Evangelien um das Vortäuschen von Autorität gegangen, um der anonymen Geschichtstradition eine Durchschlagskraft zu verleihen, dann wären zumindest Markus und Lukas eher ungeeignet gewesen. Dazu kommt die liturgische Verwendung der Texte bei den Zusammenkünften, die nicht sehr spät eingesetzt haben kann. Denn schon bald im Lauf des 1. Jahrhunderts waren die Christen aus den Synagogen ausgeschlossen worden und hatten eigene Feiern abgehalten. Dass sie dabei den Lesungsgottesdienst als Teil ihrer eigenen Zusammenkünfte aus dem Judentum übernommen hatten, lässt sich schon bei Paulus mutmaßen, ist aber spätestens bei Justinus Mitte des 2. Jahrhunderts als fester Bestandteil belegt. Justinus erwähnt nicht nur das Lesen aus den Propheten, sondern auch aus den Memorien der Apostel. Dass damit aber nur Briefe wie jene von Paulus, nicht aber die Erinnerungen der Apostel, die Evangelien gemein sein sollen, kann man ausschließen. Damit haben wir dann aber früh eine verbürgte Verwendung von Evangelien in geschriebener Form und damit auch eine innere Notwendigkeit, dass sie einen Namen trugen. Denn auch die frühe Kirche musste anhand von Namen zwischen verschiedenen Texten unterscheiden können. All das macht die Theorie vom anonymen Ursprung der Evangelien, die erst langsam und später einem bestimmten Autor zugeschrieben worden seien, unplausibel. Wenn es also nicht so war, wer könnte die Evangelien dann geschrieben haben? Beginnen wir bei den Texten selbst und den frühesten Bezeugungen, die wir haben. Universum.